Okay, wir werden kommende Woche Bezrat Hashem, wenn wir lesen Parashat Vaera. Es kommt schon die Pesach-Stimmung, die ganze Erlösung von Yetziat Mitzrayim. Und eine wunderschöne Parasha gibt schon der Anfang von den 10 Plagen. Die Parasha beginnt mit, also die vorige Parasha endet. Gott sagt zu Moshe Rabbeinu, geh und erlöse mein Volk. Du bist der Erlöser, ich habe dich auserwählt, du sollst mein Volk erlösen. Geh, erlöse mein Volk, geh zu Paro und sag, er soll meine Kinder freilassen. Am Anfang ist er gekommen zu Bnei Israel. Und Bnei Israel haben nicht davon zugehört. Avodah Kasha, er hat viel Arbeit gehabt, schwierige Arbeit. Velo Shamuel Moshe me Avodah Kasha und me kurzer Ruach. Vor lauter Arbeit, Sklaverei, sie waren so erschöpft, sie konnten ihm nicht hören, vor lauter Erschöpfung. Gott sagte zu Moshe, geh zu Paro und sag ihnen, die Zeit ist gekommen, lass mein Volk frei. Moshe sagt zu Kadosh Baruch Hu, hem Bnei Israel, lo shamu elai. Gott, du schickst mich zu Paro. Am Israel, sie haben nicht auf mich gehört. Wie soll dann Paro auf mich hören? Der Talmud sagt, das ist einer von den Kalvachomer, die wir in der Tora haben. Was ist Kalvachomer? Kalvachomer, wenn wir lernen, das leichte Gebot vom schweren Gebot. Ja? Zum Beispiel, ich dir sage jetzt, ich kann das um 10 Euro kaufen. Wenn ich 10 Euro habe, kann ich es kaufen. Mit 10 Euro kann ich es kaufen. Umso mehr mit 20 kann ich es kaufen, stimmt's? Kal vachomer. Ich lerne vom Leichten zum Schweren. Am Israel haben nicht auf mich gehört. Wie soll dann Paro auf mich hören? Kal vachomer. Aber da, alle sagen, Moment, Kal vachomer, diese Regel von Kal vachomer passt hier gar nicht. Weil, warum haben Bnei Israel nicht auf Moshe gehört? Wegen der schweren Last, wegen der schweren Arbeit. Hat Paro gehabt eine schwere Arbeit? Nein, Paro ist der König. Was hat dann das eine mit dem anderen zu tun? Es ist ein Kal vachomer, diese Regel, die gar nicht passend ist. Also man kann da nicht lernen, das Erleichterte zu schreiben. Es sind zwei Baustellen, wie man so schön sagt. Ja? Es sind zwei verschiedene Sachen. Wie lernt man eins vom anderen? Und deswegen... Und dann, der Pasuk geht weiter. Vani Aral Tzvataim, und ich bin Aral Tzvataim, die einfache Übersetzung, ich stottere, ich kann nicht gut reden. Aber Aral Tzvataim, also ich bin, meine Lippen sind beschädigt. Also meine Lippen, Aral, ja, die sind nicht so, wie sie sein sollten. Er stottert. Was hat das damit zu tun? Mit dem Kal vachomer. Genauso wie du gestottert hast bei Bnei Israel, stottere bei Moshe, bei Paro. Sondern es war einmal in einem Dorf, wo eine Familie von Bauern gelebt haben und diese Bauerfamilie haben ein Kind gehabt, das plötzlich krank geworden ist, aber eine Krankheit, die man nicht verstanden hat. Es hat begonnen zu weinen in der Nacht, jede Nacht weint, 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 weint. Man gibt ihm Essen, man gibt ihm das, alles, er weint weiter. Nichts tut ihm, wer weint die ganze Nacht? Man hat versucht, alle Ärzte, alle Medikamente, alle Psychologen und Psychiater, nichts hat geholfen. Nun, nachdem dann normalerweise die normale Medizin versucht und nichts hilft, was versucht man da? Die homöopathische Medizin versucht hat, man versucht nachher schon in der spirituellen Ebene. Man sucht Energetiker und all diese Bolobetar, die es gibt, ja, Energetiker und dann irgendwelche Baba, Schmaba und irgendwelche große Rabbiner, die vielleicht irgendwie die Hand auf ihm legen und Buha und alles ist in Ordnung. Eines Tages, diese Frau geht in der Stadt und findet auf dem Boden ein Blatt Papier von einem Chumash. Chumash, Torah. Sie weiß, was Heiliges, Chumash, das darf nicht am Boden liegen. Sie hebt es auf und sagt, ich werde das in die Gnisa legen.
Aber dann sagt sie, Moment, ist was Heiliges. Ich werde es unter dem Kissen von meinem Sohn legen und Besrat Hashem, vielleicht das, diese Heiligkeit von diesem Blatt, wird ihm einen Segen bringen. Und er wird Besrat Hashem, mit Gottes Wort wird er nachher geheilt. Sie legt es unter seinem Kissen und siehe da ein Wunder, es weint nicht. Erste Nacht schläft das Kind wie ein Baby. Ja, manchmal auch ich schlafe wie ein Baby, wache jede 5 Minuten auf. Ja, schläft wie ein Baby. So, nächste, zweite Nacht, dritte Nacht, oh, sehr gut. Oh. Ihr Mann sagt, schau, ich kann auch nicht lesen, was da geschrieben steht. Aber weißt du was, ich nehme das zu unserem Rabbiner und frage ihn. Er soll mir sagen, dass wir haben ein Heilmittel gefunden, ein spirituelles Heilmittel für unser Kind. Top, er nimmt dieses Blatt und geht zu seinem Rabbiner, Quodarab, schauen Sie, wir haben ein Heilmittel gefunden, vielleicht hat meine Frau das gefunden. Welche Bracha hat da geschrieben? Der Rabbi schaut sich das an. Bracha, das ist ein Abschnitt von Parashat Kitavo. Die Flüche in der Tora, und du wirst das, mit dir wird das passieren und das. Die ganzen Flüche auf einer Seite. Das ist keine Bracha. Wie keine Bracha? Das sind Flüche. Ja, aber genau, sogar diese Flüche, wenn du mit dem Glauben fest bist, wenn du dich auf etwas verlässt, sagst, das ist was Heiliges, was Gott geschickt hat. Chumash, ein Blatt von Chumash ist heilig, egal was drinnen steht. Und du glaubst fest daran, dass Gott die Heilung durch diese Heiligkeit dir schicken wird, du wirst damit geheilt. Es war mal Baba Salim, ja, ist 84 ist er gestorben, großer Rabbiner in Israel, Baba Salim. Zwei Frauen, die lange Zeit keine Kinder gebären konnten, sind zu ihm gekommen, Rebbe, gib uns einen Segen. Und er hat beiden Frauen gegeben, jede Frau hat gegeben, eine Flasche Wasser, normales Leitungswasser. Israelische Leitungswasser, was man sehr schwer trinken kann. Ja? Normales Leitungswasser, was er gesegnet hat. Bracha gegeben, nimmst das. Und die eine, bam, sofort wurde schwanger. Nach 20 Jahren, nur getrunken von dem bam, schwanger. Die zweite getrunken, die ganze Flasche ist ausgegangen, nichts passiert. Wie nichts passiert. So, vergeht Monat, zwei, ein, zwei, drei Jahre, sie fährt wieder zu Baba Salim. Rebbe, also sie fragt den Shamash, die Frauen konnten nicht zu ihm direkt kommen, durch den Shamash, den Boten. Sie sagt den Rabbiner, ich war bei mir mit meiner Freundin und er hat uns beiden gegen eine Flasche Wasser. Meine Freundin wurde schwanger, bei mir ist noch nichts passiert. Sagt der Baba Salim, sag ihr, deine Freundin hat daran geglaubt, du nicht. Deine Freundin hat daran geglaubt, sie hat geglaubt, Bezrat Hashem, aber du nicht. Jetzt, ich erinnere mich an Wasser, hat zwar nicht damit zu tun, es gibt in Israel einen großen Rabbiner, Rav Mazuz. Starke Geschichte mit ihm, seine Lebensgeschichte ist Wahnsinn. Er ist schon seit jung, er war ein Genie, er ist aus Tunesien gekommen, großer Rabbiner, Talmid Chacham, so wie also mit Rav Ovadia Yosef, die waren. Und er hatte Yeshiva gehabt, Schüler, und als er noch jung war, er hat seine Schlüssel vergessen zu Hause. Vergessen in der Yeshiva. Kommt nach Hause Mittagessen jetzt, hat gewohnt im dritten Stock, ohne Lift. Dritten Stock, er geht rauf, Schlüssel vergessen in der Yeschiva, oh, jetzt wieder runter rauf, schade um die Zeit, Bitul Torah. Er sagt, ich werde es bei den Nachbarn klopfen. Und dort in Israel gibt es diese großen Balkons, diese großen Fenster. Ja. Er sagt, ich werde von einem Fenster zum anderen werde ich gehen und Bezrat Hashem, ja, schade um die Zeit. Ganz schnell Mittagessen, er klettert dort von einem und versucht irgendwie rüber zu kommen, aber er war kein Athlet. Ja. Und vom dritten Stock, bam, runtergefallen auf dem Rücken, ganze Wirbelsäule kaputt geworden. Er konnte seine Beine nicht bewegen. Jetzt muss er monatelang liegen, man kann keinen Gips machen. Mit Wunder hat er es überlebt, mit einem Wunder hat er es noch überlebt. Er musste liegen monatelang am Bett, konnte nichts machen. Und Schüler sind gekommen, so liegend im Bett, hat er ihnen
Shiur Gemara gegeben. Den ganzen Shiur liegen die Welt, Baruch Hashem, ich sitze und ich muss nicht liegen. Danke, danke Hashem. Ja? Und aber so gelegen und den Shiur gegeben. Mara sagt so, Abai Rava, ta. So. Monatelang sitzt er so, Schüler kommen dorthin, ins Spital, er liegt und macht und sagt den Shiur. Und eines Tages gab dort irgendeine, die Tosfot-Kommentatoren, die haben eine Frage gestellt über, ich kann mich nicht mehr erinnern, ja, Abai oder Rava, war irgendeine Diskussion dort. Und Tosfot konnten die Aussage von Abai, die haben gesagt, es ist ein bisschen schwierig, unverständlich, Witzerichium, sehr oft, also diejenigen, die Gemara lernen, bei den Kommentatoren, Tosfot ist ein bisschen, manchmal, da muss man den Kopf brechen, Moment, die bringen da solche Fragen, Moment, wie hat er es hier so gesagt, woanders hat er es anders geschrieben, und da muss man da ein bisschen irgendwie den Kopf zerbrechen. Und manchmal sagen sie, ich weiß nicht, auch das ist eine Kunst zu sagen, ich weiß nicht. Zerichium, man muss noch weiter daran vertiefen, aber schade nur Zeit, ich kann mich nicht dabei weiter vertiefen. Und er, seinen Schüler sagt, Moment, warum sagen Tosfot Zarichium? Ich kann die Meinung von Abaye, ich kann sie locker erklären. Er hat gemeint, er hat gegeben, eine wunderbare Erklärung für die Äußerung von dem einen Amora. Und nach dem Schüler ist eingeschlafen, Schüler sind weggegangen. Kommt zu ihm dieser Amora. Ich glaube, das war Abai, ich weiß nicht mehr, kommt zu dieser Amora im Traum. Sagt ihm, Aram Masus, danke dir viel, vielmals über meine Äußerung, sie zu verstehen, wegen dem, dass sie das Wort geschrieben haben, ist schwer zu verstehen. Keiner hat sich darüber Gedanken gemacht, wie man diese Frage erklären kann. Und deswegen, alle haben es so gelassen, so wie es ist. Sag ich, bin ich besser als du sofort? Ja, geh mal weiter. Du bist jetzt der Erste gewesen, der diese Erklärung gegeben hat, dass meine Wörter so einfach zu verstehen sind. Und jahrelang niemand außer dir hat diese einfache Erklärung hergebracht. Deswegen, du hast mir im Himmel was sehr Gutes gemacht. Jetzt sagt ihm, Arab sagt ihm im Traum, okay, ich habe dir was gut gemacht. Schau mich jetzt an. Mach auch du mir was Gutes. Sagt er nur, du, Quod Arab, wenn du das nicht weißt, wer soll das wissen? Was? Ich habe geschrieben mit Talmud, Masechet Shabbat, Seite 118. Chamim be Moze Shabbat, Melugma. Diejenigen, die heißes Wasser am Moze Shabbat nehmen, das ist eine Heilung. Und ist verschwunden. Deswegen, es gibt einen Brauch, immer am Moze Shabbat heißes Tee zu machen. Tee zu trinken, es ist für die Gesundheit gut. Tee, Kaffee, jeder was will, aber heißes Getränk. Kurz gesagt, hat seine Schüler gesagt, bitte wärmt mir Moze Shabbat Wasser auf und schmiert mir auf die Beine, weil er konnte die Beine nicht bewegen, schmiert mir auf die Beine. Man hat ihm geschmiert, Moze Shabbat, in der Früh kommen die Ärzte, machen diese, wie heißt das? Visite, ja. Die machen diese Visite, gehen in einen Kreis um. Top, der Arzt macht die Decke auf, top, das sind seine Beine, kann man nichts machen. Plötzlich hebt sein Bein auf. Mach noch einmal, hebt sein Bein auf. Why? Wie? Was? Wo? Was hast du gemacht? Top, vergeht nächste Woche wieder, Moze Shabbat wieder. Kurz gesagt, nach 3 Wochen, er konnte schon auf den Beinen gehen. Live-Geschichte erlebt, noch im Leben. Straße Uziel 60. Seine Adresse, jemand kann ihn fragen. Arab Masuz. Mit Wasser. Ja, das heißt, Emunat Chachamim, warum die eine Frau ist schwanger geworden und die andere nicht? Weil die andere hat geglaubt an dem, was der Rabbiner gesagt hat. Und die andere war skeptisch. Ja, ich war bei den besten Ärzten. Ich habe alles, wenn ich jetzt, dieser alte Mann soll jetzt mir geben ein Wasser und das soll mich heilen. Na, du Beme, du glaubst nicht daran, dann wirst du nicht geheilt. Oi, wei, es gab auch Chazonisch, große Gelehrte im Nebrak auch. Er gab einen Nachbar, einen Shoah-Überlebenden. Und jedes Mal ist er zu mir gekommen, bei jeder Frage, Rebbe,
Was soll ich jetzt machen? So und so. Nicht nur halachische Fragen, sondern auch überhaupt tagtägliche Fragen. Soll ich jetzt die Milch kaufen von Nuva oder von Tara? Zwei Firmen, ja? Nimm das. Und Chazonisch hat Verständnis mit ihm gehabt und wirklich für jede Frage beantwortet. Eines Tages, Freitagabend, schon kurz vor Kerzen anzünden, kommt der Rebbe, ja, was ist passiert? Ich habe bei mir die Röhre, bei mir Rohrbruch, das ganze Wasser fließt, sagt er, hol Installator. Frage, was soll ich jetzt machen? Hol Installator, wo der Rabbi jetzt, ein paar Minuten vor Kerzen anzünden, kann niemand kommen. Nun, was soll ich denn machen? Ich will, dass der Rav sagt, dass das Wasser soll aufhören zu fließen. Nun, das Wasser soll aufhören zu fließen. Er geht nach Hause. Moze Shabbat kommt er wieder. Rebbe, was ist jetzt? Bitte sagen Sie, dass das Wasser soll jetzt wieder weiter fließen. Er hat gar nicht daran gedacht, dass jetzt, dadurch, dass er sagt, das Wasser soll aufhören zu fließen, dass es aufhört zu fließen. Er hat so stark geglaubt an das Chazon Ish, das ist überhaupt, ja, dass sein Wort ist im Himmel Gesetz. Wenn er sagt A, dann muss es A sein. Er sagt, das Wasser hört auf zu fließen, dann im Himmel hört das Wasser auf zu fließen. Es gab einen großen Rabbiner, er hat gesagt, es gibt heute viele Admorim, Rabbiner, manchmal groß, manchmal nicht so groß, aber sehr oft, man hört über Rabbiner, die irgendein Wunder gemacht haben. Dass jemand ist zu ihm gekommen und der Rebbe gesagt, wer ist das Hashem? Bracha v'atzlacha, bam, bracha v'atzlacha. Er hat gesagt, man sieht sehr oft, er sagt sehr oft, es hängt nicht vom Rabbiner ab. Es kann sein, dass der Rabbiner nicht so stark und groß ist, so wie stark und groß der Glaube von dem einen ist, der zu ihm kommt. Weil im Himmel Mida keneged Mida. Ja. Mida keneged auf Deutsch. Maß zu Maß. Ja. Eigenschaft ist auch Mida, ja, aber von Maß zu Maß. Genauso wie du hier dich benimmst, auch im Himmel entscheidet man für dich die Sache. Das heißt, wenn du hier auf Erden, du sagst, okay, alles was der Rav sagt, werde ich machen. Wenn der Rav sagt, das ist verboten, dann ist es für mich Gesetz, verboten. Wenn der Rav sagt, darauf segnet man Scherkohl, dann sagst du Scherkohl. Wenn der Rav sagt, das darfst du nicht machen, das darfst du nicht essen, und du machst alles, was er sagt. Dort darfst du nicht hinsehen, dort darfst du nicht, das darfst du nicht reden. Alles, was der Rav sagt, gilt für dich als Gesetz. Nun, dann wenn der Rav später sagt, du sollst gesund werden, dann im Himmel gilt es auch als Gesetz für dich und den Rabbiner. Das heißt, wenn im Himmel nachher der Rav sagt, du sollst gesund werden, dann wirst du gesund. Wenn der Rav sagt, du sollst reich werden, dann wirst du reich. Ja? Es war mal jemand zum Chazon Ish gekommen, wieder zu Chazon Ish. Und er hat gesagt, Rebbe, ich weiß, Rabbiner und so, das ist normalerweise bei den Chassidim ist es normalerweise so, dass sie fragen den Rebbe jede Kleinigkeit, warum, damit der Segen drauf herrscht. Eins gekommen zu ihm, Rebbe, bitte was? Er hat gesagt, investiere in Aktien. Welche Aktien? Sagt er, welche gibt es? Er kennt sich nicht auch mit Aktien. Welche gibt es? Die dritte. Investiere in die dritte. Bam, ist reich geworden. Wow, ist gekommen. Die Leute, die dort waren, Rebbe, sie haben ein Wunder gemacht. Von wo wussten sie? Sie kennen sich nicht mit Aktien aus. Und sie haben gesagt, das bin nicht ich. Er hat so stark daran geglaubt, dass mein Wort für ihn Gesetz ist. Egal, was ich ihm sage, ich sage ihm, du, das ist erlaubt, dann macht er das. Das ist verboten, macht er das nicht. Sein Glaube war so stark, durch seinen Glauben hat er es geschafft. Was willst du fragen? Du bist so aufgeregt und nervös. Wenn man von einem Rabbiner so eine Bracha bekommt, oder quasi so einen Glauben hat, dass man reich wird durch Aktien oder so, wird das von dem Verdienst von der nächsten Welt abgezogen? Wenn man von einem Rabbiner eine Bracha bekommt? Quasi, man bekommt gute Sachen durch Bracha. Nicht immer, ich muss das jetzt sagen, ja. Wir sind nicht auf die Welt gekommen, um zu leiden.
Gott will, dass wir auch von dieser Welt genießen. Und deswegen, aber er sagt uns auch, wie wir von der Welt genießen sollen. Wie wir am besten auch von dieser Welt genießen sollen. Deswegen, meistens die Sachen, die verboten sind, sind auch schädlich, sind auch ungesund, machen auch für dich keine richtige Freude, wenn man sich ein bisschen vertieft in diese Sachen anschaut. Jetzt, du sagst, wenn jetzt du kommst zum Rabbiner und der Rabbiner segnet dich und du wirst reich, Bezat Hashem. Amen. Da geht Amen. Aber Reichtum zum Guten, das ist auch wichtig immer zu betonen. Nicht immer ist Reichtum was Gutes. Reichtum zum Guten. Und du wirst reich, weißt du, jetzt bin ich reich geworden, das heißt, ich werde jetzt im Himmel weniger Verdienste bekommen? Nein! Wenn du dein Reichtum richtig benutzt, für gute Sachen, für gute Zwecke und auch für guten Genuss. Doch, genießen ist nicht verboten. Zum richtigen Genuss, Gott wird dir dankbar sein. Aber es gab ja zum Beispiel auch diesen einen Fall, das war glaube ich mit Rabbi Shimon Bar Yochai, dass er seine Schüler zur Höhle gebracht hat. Das ist was anderes. Es war, wenn du etwas nimmst, was nicht dir gebührt. Deine Geschichte, die du erzählst. Ja? Rabbi Shimon Bar Yochai, ein Schüler von ihm ist irgendwo weggefahren, um Geschäfte zu machen. Er kommt zurück, Aligar kommt schon so ganz gestylt und mit goldenen Brillen, egal was damals war, kommt und schon anderes sitzen, anderes gehen und yeah, you know, I am too, ja. Und alle Schüler, kurze Zeit, wir sitzen hier, schau, er ist gefahren nach Amerika, schau, was aus ihm geworden ist. Vielleicht fahren wir auch nach Amerika. Ja. Das heißt, sie wollten etwas, was ihnen nicht gebührt. Rabbi Shimon sieht das, er sagt, kommt mal. Liebe Freunde, wir machen jetzt einen Ausflug. Alle Schüler kommen und sie machen einen Ausflug. Wohin? In ein Tal. Oben am Berg und unten ein großer Tal. Also die stehen oben am Berg. Sagt, wer will Reichtum? Alle, okay, kein Problem. Sagt er, Big A, Tal. Befülle dich mit Geld. Bam, 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 bam. Alles ist voll Geld geworden. Wie viele wollt's nimmt? Die haben begonnen zu nehmen, er sagt, aber vorsichtig, was ihr nehmt, ist auf Kosten von der nächsten Welt. Du fragst, wie? Ja, wenn es dir nicht gebührt, wenn es dir nicht im Himmel für dich vorgeschrieben wird, nur weil der andere es hat, willst du es auch haben, dann ja, manchmal kommt es auf Kosten von den Verdiensten im Himmel. Und woher wissen wir, ob uns etwas gebührt oder nicht? Zu Khalil, sagen wir zum Beispiel, Mann, Frau können keine Kinder bekommen, Bracha von Rabbi. Parashat Nitzavim am Ende. Parashat Nitzavim, Ende der Torah. Anistarot la Hashem Elokim. Und über jeden, in der Torah, wenn du liest, über jeden Buchstaben gibt es einen Punkt dort. Anistarot la Hashem Elokenu, ve aniglot lan ulvainenu ad olam. Lasot et kol divrei Torah zot. Die verborgenen Sachen sind für Hashem. Aniglot, das was unsichtbar ist, das was wir sehen, ist in unseren Händen. Wir wissen nicht, was im Himmel entschieden wird, aber wir müssen unser Bestes tun. Weiter. Moshe Rabbeinu sagt, Bnei Israel haben nicht auf mich gehört. Und wie soll jetzt Paro auf mich hören? Was meint er? Nicht, weil sie nicht gehört haben. Was hat das damit zu tun? Er sagt, du schickst mich jetzt zu Paro. Ich soll jetzt außernatürliche Sachen machen. Wunder machen. Paro soll auf mich hören. Aber wie? Wenn Bnei Israel nicht auf mich gehört haben, dann habe ich nicht mehr diese Macht. Das heißt, wenn sie mein Wort hier nicht akzeptieren, dann wird auch im Himmel mein Wort vor Paro nicht akzeptiert. Und deswegen, wenn sie nicht auf mich gehört haben, wie soll Paro auf mich hören? Vani arels vatayim. Und ich bin mit den Lippen, ich habe einen Schaden in den Lippen. Wieso? Weil Bnei Israel geben mir nicht die Kraft, dass diese Lippen nachher etwas bewirken können. Wenn sie auf mich gehört hätten, dann hätten meine Lippen nachher Kraft, war heute auch gehört. Ja? Naaman Sarzwar Aram, es war der Aram, das war Syrien. Der syrische Verteidigungsminister ist gekommen zu Elisha Nabi, ja, im Buch Melachim Bet. Ist gekommen, Könige 2. Da ist gekommen, Naaman, Sarzwar, Aram ist gekommen zu Elisha, der Prophet Elisha. Er hat ihm gesagt, du, es gibt da einen Propheten, geh zu ihm hin und er wird dich heilen. Er war Metzora. Metzora, ganzer Körper war mit Aussatz. Ja. Pesach Bukharisch. Ganzer Körper war mit Aussatz und man sagt ihm, du, es gibt hier
Isha Elohim, den göttlichen Menschen, den Propheten, geh zu ihm hin, Elisha Navi, geh zu ihm hin und er wird dir einen Segen geben und du wirst was ihm geheilt. Doch er war zu stolz dazu. Ich, der Große, ich soll gehen zu irgendeinem Rabbiner mit einem Bart. Er schickt seinen Boten. Geh zu ihm hin, sag, ich bin da, sollst du mir rauskommen. Der Rav soll zu dir kommen? Ja, ich bin der große Chico. Der Bote geht zu ihm und sagt ihm, er muss gar nicht kommen. Sag ihm, er soll 7-mal im Jordanfluss soll eintauchen und er wird gesund sein. Er sagt ihm, der Prophet hat gesagt, du sollst eintauchen. Was? Jordanfluss, das ist ein kleines... Ich hätte schon in Babel, dort in den großen Flüssen, ich hätte dort eingetaucht. Na, was weiß er schon? Da ist seine Dienerin, sagt ihm, du, geh vielleicht, wer weiß. Er hat gesagt, er geht dorthin, er sieht, bam, plötzlich alles, wie von einem Baby ist er out geworden. Es ist rausgekommen vom Wort von Isha Elohim, von diesen göttlichen Menschen, Naaman Sarsava. Deswegen, wenn du hörst, du willst, dass die Wörter von Rabbiner einen Einfluss im Himmel haben, wenn der Rabbiner dir sagt, der Rabbiner sagt, du sollst, viele kommen, Quadrat, bitte gib mir einen Segen, bitte segnen Sie mich, bitte ich will auch einen Segen für, ich habe morgen eine Prüfung, bitte Rav, segnen Sie mich, ich habe morgen das und ich brauche, der Rav segnet, er hat ein gutes Herz, dass jeder soll bekommen seine Herzenswünsche. Aber im Himmel, schau, Moment, hörst du ihm auf den Rabbiner? Wenn der Rabbiner dir gesagt hat, schau, diese Geschäfte darf man nicht machen. Ist nicht so ganz glatt koscher. Ah, was weiß schon der Rabbiner von Geschäften? Da verdiene ich jetzt so viel Geld, ich mache, was ich will. Oder wenn der Rav sagt, du, weißt du, das darf man nicht essen. Ist nicht. Nein, Quodarav, das ist ein bisschen. Das heißt, du selber nimmst nicht ernst die Wörter vom Rabbiner. Auch im Himmel wird das nicht machen. Es gibt aber manche, die sagen, okay, hören auf die Gelehrte, hören auf die Rabbiner. Das Ganze gilt für die Rabbiner von damals. Damals waren große Rabbiner, da war Chazon Ish, Rambam, ja, hier noch viele, ja. Da waren damals große Rabbiner, ja, da kannst du sagen, okay, die hatten diese Macht, diese Kraft gehabt. Aber heute, heute, mit vollem Respekt, es ist nicht das, was damals war. Ja, ich muss ehrlich sagen, ich persönlich habe gesehen, den Rav Ovadia Yosef, habe von ihm ein paar Watschen bekommen. Du siehst, unvergleichbar, also nachdem du wirklich große Autoritäten gesehen hast, unvergleichbar zu dem, was wir heute haben. Aber trotzdem, jede Generation und ihre Gelehrte, jede Generation und seine Autoritäten. Ja. Es war mal jemand in einer großen Versammlung, wo auch große Rabbiner gesessen sind. Und einer hat eine Rede gehalten, der nicht so besonders die Rabbiner geliebt hat. Ja, er war jemand, der immer gegen die Rabbiner gekämpft hat. Und plötzlich, er beginnt zu reden dort und sagt, ja, wisst ihr, es gab den großen Rabbiner, den Kzota Choshen. Er war das und das. Er hat geschrieben ein Buch über Choshen Mishpat, über die finanziellen Halachot. Ja? Und dort, damit seine Tinte nicht, wir sagen heute, es ist kalt draußen, ja. Es war bei ihm zu Hause so kalt, dass er Angst gehabt hat, dass die Tinte friert. Er hat mit einer Decke sich bedeckt und die Tinte mit einer Decke bedeckt, damit sie nicht friert und so hat er geschrieben. Heutzutage Tinten mit alles. Amagen Avraham, im Shulchan Aruch, großer Kommentator. Er war so arm, er hatte kein Geld gehabt, um Papier zu kaufen. Er hat all seine Chidushim geschrieben auf die Wände. Kein Geld gehabt. Aber. Und er hat so gesprochen über die großen Tzadikim von damals, diese Tzadikim waren und das war und das war. Dort war Rav Kahneman, großer Rabbiner Rav Kahneman, hat gesehen und am Ende hat er gesagt: Ja, aber leider Gottes, diese großen Autoritäten, die haben wir heute nicht. Und Chazak und Baruch, geht los. Was hast du jetzt gemacht? Du hast geredet über die anderen, die waren groß und heute sind alle nichts wert. Rav Kahneman musste nach ihm reden. Er geht rauf und sagt ihm, Tom, Chazak und Baruch, du darabai, jetzt, ich halte meine Rede.
Es wird im Talmud erzählt, Talmud Masechet Ta'anit, über Choni HaMe'agel. Habt ihr gehört über Choni HaMe'agel? Choni HaMe'agel, großer Tzaddik, jetzt das erzählt Rav Kahneman dem ganzen Publikum, wo Choni HaMe'agel, was war bei ihm? Warum heißt er Choni HaMe'agel? Weil er damals, es war so, es gab keinen Regen und er war so mit stark gebunden mit Glauben an Hashem. Er hat genommen seinen Stock, einen Kreis gemacht, im Kreis gestanden, Hashem, bis kein Regen kommt, ich komme nicht aus diesem Kreis raus. Schuldet ihr was? Am Ende, Shimon ben Shattach wollte ihn verbannen. Sag mal, was stellst du dir vor? Ist er dein Freund? Du sagst ihm, ich komme da nicht raus, bleib dort. Aber sagt er, was soll ich machen? Du bist wie ein Sohn, der mit seinem Vater so manchmal Scherze macht und deswegen, ich kann dir nichts tun. Dieser Choni HaMe'agel, er hat gehabt eine Frage, steht geschrieben im Pasuk, Beshuv Hashem et Shivat Zion ha'inu kecholmim. Wenn Hashem bringt wieder zurück, die Erlösung kommt, es wird für uns alles wie ein Traum sein. Die ganze Qual, alles wie ein Albtraum, kann man sagen, ja, aber wie ein Traum. Sagt er, wie ein Traum? Kann es sein, dass ein Mensch 70 Jahre lang, schläft und träumt? Was ist dann passiert? Der Talmud erzählt, er ist eingeschlafen für 70 Jahre. Er hat gesehen, dort, davor jemand hat einen Baum eingepflanzt. Jetzt Charuvim, jedes Mal, ich vergesse den Namen, Johannesbrot. Johannesbrotbaum, gibt es sowas, ja? Habe ich diese braune. Johannesbrotbaum, das dauert 70 Jahre, bis es wächst. Oder dauert lange, bis es wächst. Sagt er, du, ich sehe einen alten Mann, 80-Jähriger, pflanzt so einen Baum ein. Sagt er, wie alt bist du jetzt? 80. Glaubst du, du wirst die Früchte von diesem Baum essen? Sagt er, ich muss tun. Ich pflanze es ein. Ob ich esse oder nicht, aber ich weiß, dass meine Kinder, meine Enkelkinder können davon genießen. Für die nächste Generation. Er wacht auf und er sieht wirklich jemand, einen Jungen, und sagt, hey, schon, Baum ist schon da. Er war der Enkelkind von dem. So, jetzt, Choni HaMe'agel, nachdem er 70 Jahre lang geschlafen hat, er war vermisst, man wusste nicht, wo er ist. Gut, er kommt wieder zurück, kommt nach Hause. Keiner glaubt, dass er Choni HaMe'agel ist. Weil schon sind alle schon alt geworden und er ist jung geblieben. Top, wo geht er hin? Bet Midrash. Bet Midrash kommt dort und sobald er reingekommen ist in die Yeshiva, steht geschrieben, dass die Lehren, die waren so klar, alle haben gesagt, wow, die Lehren sind heute so klar, wie zur Zeit von Choni HaMe'agel. Wie zur Zeit von Choni HaMe'agel sind alle Lehren so klar geworden. Und er sagt, ich bin Choni HaMe'agel. Ah, was laberst du da mit Choni HaMe'agel? Du weißt schon, schon 70 Jahre ist er nicht da gewesen. Ich bin Choni. Kurz gesagt, er sagt, o Chavruta, o Metuta. Entweder du hast einen Freund, oder wenn du niemanden hast neben dir, ist besser zu sterben. Ist nachher gestorben. Und da fragt jetzt Rav Kahneman, erzählt diese Geschichte, und fragt, wieso haben sie ihm nicht geglaubt, dass er Choni HaMe'agel ist? Er sagt, ich bin Choni. Und man merkt, dass alle Lehren waren so klar wie zur Zeit von Choni. Und überhaupt, weißt du was? Steh auf, gib mir den Shiur, so wie Choni HaMe'agel. Mach sie alle fertig. Und jeder wird wissen, dass du Choni bist. Sondern, die Antwort, die ist jetzt das Starke. Er sagt, es ist einfach zu bewundern und zu sagen, Wotakoi, super Beste, der Allerbeste, die Rabbiner von damals. Weil die verpflichte mich nicht. Damals, Arambam, er war der Beste, er war wirklich der Beste, ja, aber er war perfekt und er war das. Und rede über Rav Ovadia Yosef, rede über alle großen Rabbiner, die nicht mehr da sind, du kannst am besten über sie reden. Warum? Weil die sind nicht mehr verpflichtend. Er wird nicht kommen und sagen, nein, das darf man nicht tun. Du irrst dich, das ist falsch, was du sagst. Aber die Rabbiner, die zu deiner Generation sind, die zu deiner Zeit sind, die dich zurechtweisen, das ist wichtig, die dich zurechtweisen und die sagen, mein Lieber, das nein, das ja, das ist die Kunst.
Das ist die Kunst, an denen zu glauben. Nicht an denen von damals, die dich nicht verpflichten. Und einer hat gesagt einmal, sogar wenn der Rambam kommen würde, persönlich jetzt, würde kommen jetzt, 2024, kommt der Rambam von Gan Eden und sagt, Rabotai, meiner Meinung nach ist dies und jenes verboten. Nein, nein, das stimmt nicht. Das hat Rambam nicht so gemeint. Aber er steht selber vor dir, Jesra. Nein, nein, sie kennen die Generation nicht. Also sie müssen sich anpassen an die Generation. Deswegen, man gibt, wenn der Schüler weiß, ich nehme auf mich die Wörter von dem einen Lehrer, von dem einen Rabbiner. Und er, was er sagt, ist, er oder jeder andere Gelehrte, was sagt, ist für mich ein Gesetz, dann im Himmel gibt man ihm auch diese Macht und diese Kraft. Ja? Aber wenn man es nicht tut, wenn man das Gegenteil davon tut, dann hasse ich schon nicht. Es gab einmal einen sehr reichen Mann und dieser sehr reiche Mann hatte einen einzigen Sohn gehabt. Er war traditionell, ja, traditionell. Und plötzlich kommt der Sohn und sagt, Papa, ich will dir vorstellen, ich habe eine Schicksal gefunden und ich will mit dir heiraten. Was? Wie? Unser guter Ruf? Wie? Familie? Wie? Papa? Vergiss. Sag nicht, was ich zu tun habe. Du wirst kein Erbe von mir bekommen. Alles, sagt er, ob du willst oder nicht, ich werde es nehmen. Ich mache, was ich will. Top. Der Vater versucht auf diese Art und Weise, auf der andere Art und Weise. Der Sohn sagt, nein, fix, ich habe bestimmt. Top. Er hat gehört, es gibt einen sehr starken, guten Rabbiner, der so mit Jugendlichen noch reden kann. Er ruft den Rabbiner und sagt, Rebbe, komm her, ich zahle dir, wie viel du willst. Nur versuch meinen Sohn ein bisschen zum richtigen Weg zu bringen. Und dieser reiche Mann, er war einer, der nicht so besonders geehrt hat, die Gelehrten und auch diesen einen Rabbiner. Sagt ihm darauf, schau, ich würde dir sehr gerne helfen, auch wenn du mir nichts dafür bezahlst. Das ist meine Verpflichtung Gott gegenüber. Aber leider Gottes kann ich dir nicht helfen und ich werde ein Gleichnis dafür geben, damit du es verstehst. Es gab einmal einen Arzt, der eine Heilung für eine bestimmte Krankheit gefunden hat. Da sagt man heute zum Beispiel Krebs, man sucht Heilungen dafür, er hat diese Heilung dafür gefunden. Er war der Einzige, der konnte jede Art von dieser Krankheit heilen. Er hatte spezielle Geräte, spezielle Maschinen, spezielle, alles auch erfunden und so, nur mit diesen Geräten, nur mit diesen Sachen, er konnte erzeugen das Heilungsmittel und die Leute so heilen. Psch, super, Baruch Hashem, Nobelpreis. Derjenige, der geschafft hat, diese Krankheit zu bewältigen. Jetzt, was Gutes gefunden. Er hat gesagt, das Gute, ich will nicht für mich selbst lassen. Ist gegangen von Stadt zu Stadt, von Land zu Land und hat überall, wo gibt es Kranke mit dieser Krankheit, ich heile sie. Er geht von einem Land zum anderen, von einer Stadt zum anderen und geht da. Eines Tages auf dem Weg zu einer Stadt, mitten im Weg, er wird von Räubern überfallen. Kommt eine Bande, pam, 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 schlägt ihn zusammen, gib uns Geld. Ich habe kein Geld. Pap, suchen ihn, hat wirklich kein Geld. Doch was machen sie? Aus Wut kommt der Bandenführer und nimmt all das, was er gehabt hat, all seine Geräte, alle Maschinen, macht alles kaputt aus Wut und schmeißt alles in den Fluss. Doch, schmeißt alles in den Fluss und geht. Doch, kann man nichts machen. Er hat mit blaues Auge, ganz verwundet, ohne die Geräte, er kommt in die Stadt. Kommt in die Stadt und alle warten auf ihn, der große Arzt muss kommen. Kommt jetzt einer, der Erste dort an der Tür steht, er sieht, das war dieser Bandenführer. Er kommt mit seinem Sohn. Du bitte, mein Sohn, heile ihm um jeden Preis. Sagt er, ich hätte ihm sehr gerne geheilt. Das Problem ist, du hast mein Werkzeug und du hast das Heilmittel selbst mit deinen eigenen Händen in den Fluss geschmissen. Sagt ihm der Rabbiner, dem einen reichen Mann, du kommst und wieso sagst, bitte hilf mir, rette meinen Sohn. Sagte, ich habe damals gehabt das Werkzeug, das die Leute haben damals gehabt, im Monat Chachamim. Sie haben gesagt, oh, ein Rabbiner, Respekt.
Man muss den Rabbin respektieren, man muss wissen, oh, eine gewisse Ehrfurcht war da. Aber du mit deinem Geld hast gesagt, ich sage dir erlaubt, passt schon. Der Rav sagt verboten, ich sage erlaubt. Rav sagt A, ich sage B. Kein Problem, ich werde nicht mit dir kämpfen. Aber jetzt, du hast mein Werkzeug, hast du mit deinen eigenen Händen kaputt gemacht. Auch wenn ich jetzt mit deinem Sohn rede, was hat er zu Hause immer in den Kopf bekommen? Wichtigste ist Geld, wenn du Geld hast, bist du mächtig. Rabbina, und jetzt mit diesem A, kann ich dir nicht mehr weiterhelfen. Leider, das ist leider Gottes eine traurige und wahre manchmal Situation. Aber andererseits, es gab einmal, berühmte Geschichte habe ich schon vielleicht 10-mal erzählt, es gab einmal jemanden, der einen Autounfall gemacht hat und man hat seinen Vater geholt, er war schwer verletzt im Spital. Der Vater war 60, 70 Jahre alt, kommt ins Spital und man sieht, der Sohn ist schon am Sterbebett. Er kommt, Refuah Shlemah und geht. Dein Sohn, er ist am Sterben. Du gehst einfach so, als ob, er gekommen ist, irgendeine fremde Person zu besuchen, und als ob. Man hat sich jemand sagt ihm, du, das ist dein Sohn, weißt du das? Ja, ja. Und siehst du, wie er ausschaut? Ja. Aber er wird leben, alles ist in Ordnung. Wie? Ich erzähle euch. Ich war ein Schüler vom Chafetz Chaim. Und der Chafetz Chaim, als er geschrieben hat, im Mishnah Berurah, er wollte, dass dieses Buch einfach erklärt wird, wie sagt man das auf gut Deutsch? Deckensicher, ja, so dass jeder es lesen kann. Und deswegen hat er genommen 10 von seinen Schülern und das, was er geschrieben hat, hat er mit ihnen gemeinsam gelehrt. Hast du es verstanden? Hast du es verstanden? Jeden, ja, so dass es jeder versteht, so einfach wie möglich erklärt. Ich war einer von diesen 10. Und er hat mich gesegnet, ich soll lange leben und keiner meiner Kinder soll in meinem Leben sterben. Sagt, ich bin erst 60, 70, ich habe noch, das ist noch kein langes Leben. Und mein Kind soll nicht, während ich lebe, sterben. Deswegen, ich bin mir sicher, hundertprozentig, weil der Chafetz Chaim aus seinem Mund rausgebracht hat, doch Chafetz Chaim ist Chafetz Chaim, ja, aber weil er aus seinem Mund rausgebracht hat, diese 2 Wörter, du wirst lange leben und du wirst, kein Kind von dir wird sterben, deswegen bin ich mir sicher, es wird nichts passieren. Und er hat wirklich, der Sohn ist gesund geworden, er hat lange gelebt, wie der Chafetz Chaim gesagt hat. Einer, wie ihr seht, über Rabbi Yaakov Abu Chatzira, der Großvater von Baba Sali, er hat einmal irgendjemand hat er gesagt, stirb Bariat mehr als Rim. Manchmal Slang, ja? Du sollst gesund sein bis 120. Der Typ war bis 119, man sieht ihn, ohne Brille, ohne das, alle seine Zähne drauf, geht wie ein junger 18-jähriger Bub. Weil einmal hat irgendwie geholfen, es hat gefehlt zum Minyan. Ein Zehnter ist gekommen, komm, du bist der Zehnte. Rausgekommen von Rabbi Yaakov Abu Chatzira, das war der Großvater von Abbas Ali. Aus seinem Mund, was rauskommt, das ist überhaupt gesetzt. Ja? Aber warum? Weil jeder weiß, oder jeder wusste damals, egal was er sagt, für mich gilt das als Gesetz. Also, so verhaltest du dich hier unten, sagt der Chef, auch ich. Auch für mich wird das ganze Gesetz sein. Stabach Shemolad. Tom, eigentlich das war eine Einleitung zum Shiur. Und jetzt beginnen wir den Shiur. Nachdem Moshe Rabbeinu, Gott schickt ihm zu, er sagt, ich bin Arans verteidigt, ich kann nicht. Er kommt zu Paro, sagt Paro, lass das Volk frei. Was macht Paro nachher? Paro sagt, ihr habt zu lange Zeit zum Nachdenken. Deswegen ab jetzt soll die Last schwieriger werden. Ihr müsst jetzt selbst suchen und finden den ganzen Stroh und allein das Ganze vorbereiten. Moshe Rabbeinu kommt zum Volk und die Beschwerde, wer hat dich darum gebeten? Das ist noch ein Beweis, dass wir deren Kinder sind, ja. Wer hat dich darum gebeten? Lass uns doch wie wir an. Egal was du machst, du bist immer schlecht, du bist immer schuldig. Moshe Rabbeinu, für was? Und jetzt kommt Moshe Rabbeinu und beschwert sich bei Hashem.
Lama areota lama se. Warum hast du diesem Volk Schlechtes getan? Oi weh. Oi weh. Umeas batil ledaber el paro. Seitdem ich zu Paro gekommen bin, es ist ihnen nur noch schlechter geworden. Und besser wurde es nicht. Gott war ein bisschen enttäuscht von Moshe Rabbeinu. Moshe. Und so beginnt eigentlich die Parasha, deswegen wollten wir dazu kommen. So beginnt die Parasha. Vayera el Abraham, el Isaac, el Jakob. Ich habe mit Abraham, Isaac, Jakob, ich habe denen so viel versprochen. Und sie haben genau das Gegenteil gesehen. Und keiner von ihnen hat gefragt. Deswegen, das sind unsere Väter. Sie haben gesehen, das Gegenteil von dem, was ich ihnen versprochen habe. Keine Fragen. Hashem weiß, was er macht. Und du, eine kleine Versuchung, schon kommst du. Ey, warum hast du Schlechtes gemacht im Volk? Was ist damit gemeint? Sie haben das Gegenteil gesehen? Gott verspricht Avraham Avinu, du wirst reich, du wirst, das ganze Land wird dir gehören. Plötzlich, man nimmt seine Frau als Geisel. Man nimmt von ihm alles weg. Yitzhak Avinu, all seine Brunnen hat man verstopft. Jakob Avinu, Gott verspricht Jakob, das ganze Land wird dir gehören. Eretz Israel wird dir und deinen Nachkommen gehören. Plötzlich, er will seine Frau beerdigen, gibt es keinen Platz zum Beerdigen. Wie? Aber du hast doch versprochen, mein Land, das ganze Land, ich brauche nicht, gib mir nur einen Meter auf einen Meter zum Beerdigen. Gibt es nicht. Und da musst du jetzt mit deinem Glauben, Hashem weiß, was er macht. Deswegen, Gott war ein bisschen enttäuscht von Moshe Rabbeinu. Glaubst du nicht, dass ich weiß, was ich mache? Wenn ich dir sage, mach, dann mach. Talmud erzählt, Masechet Tanit. Masechet Tanit, Seite 23. Ich sage einen großen Rabbiner, Rabbi Yitzhak Eliashiv. Starke Geschichte. Rabbi Yitzhak Eliashiv hat einen Schüler, sein Name war Rabbi Mani. Und dieser Rabbi Mani, er ist gekommen jeden Tag zum Schulen. Plötzlich sieht der Rab, dass das Gesicht von Mani ist irgendwie traurig. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Sagt er, was ist passiert heute? Wir haben so einen schönen Schulung, du bist irgendwie down, du bist ohne Laune. Sagt er, was soll ich sagen? Die Familie von meiner Frau, die sind reich. Und die kommen und machen sich immer wichtig über mich. Und sagen, wer bist du überhaupt? Die Takoi, Tata, Papa, und der ist unangenehm. Sagt er, wie ist Ihr Name, Familienname? Reichewski. Okay, Reichewski, passt. Alles in Ordnung. Er kommt nach Hause, plötzlich hört ganze diese Familie Rich Rich, plötzlich bam, Konkurs, kein Geld. So. Eine Zeit vergeht, er ist wieder traurig. Was passiert? Rebbe, mein Segen hat nicht gewirkt. Oh, und wie gewirkt? Wir sind pleite geworden. Das Problem ist, jetzt kommen sie zu mir, dass ich sie ernähre. Sie sind doppelt so schwer geworden. Was willst du jetzt? Sie sollen wieder reich werden. Damals war besser. Er redet mit ihr und sagt, alles wird in Ordnung sein. Segnet ihn, die lernen weiter. Vergeht einige Zeit, wieder traurig. Sagt er, was ist jetzt passiert? Sagt er, Rebbe, unangenehm, aber, wie soll ich es Ihnen sagen, aber meine Frau, ich habe zu Hause eine Frau, sie ist nicht so besonders hübsch. Also eine Chadgaba, kennst du Chadgaba? Chadgaba, das ist eine Augenbraue, so eine Chadgaba, und ist ungepflegt und nicht schön und so, und deswegen, ich bin traurig. Wie ist Ihr Name? Sagt der Talmud, Chana, nicht du, das ist ein anderer. Chana, Schma, Ihr Name Chana. Chana, Titiape Chana. Chana soll hübsch werden. So, er kommt nach Hause, sieht plötzlich eine ganz andere Person. Wow, Chabar, Topmodel, so hübsch, so schön. Und top, lernt weiter Torah. Vergeht einige Zeit, wieder traurig. Ha, was ist jetzt los? Ist sie nicht schön genug? Zu schön ist sie geworden. Die ganze Zeit vor dem Spiegel. Und damals, sie hat ein bisschen Respekt vor mir gehabt. Jetzt überhaupt, wer bist du überhaupt? Du bist das, du bist jenes und immer Shopping, immer das. Und ich bin jetzt ein Waschlappen geworden. Was willst du jetzt?
Damals war besser. Soll sie wieder sein, so wie damals war. Sagt er, Tachazor Chana Leshachriruta, soll sie wieder sein, wie sie damals war. Es gab zwei Leute dort im Shiur, die sehen, Moment, was bietet er vom Rabbiner? Reich, dann arm. Die kommen zu ihm und sagen, Rebbe, wir wollen, bitte segne uns, dass wir weise werden. Gute Sache. Sagt er, es war in meiner Hand und ich habe es freigelassen. Es war in meiner Hand. Ich habe gehabt die Macht, Leute zu segnen, damit jeder bekommt das, was er will. Aber dann, ich habe gesehen, was mische ich mich ein in dem, was er macht? Das, was er bringt, das, was er macht, ist ja das Beste vom Besten. Ah, nein, ich will was Schöneres. Kriegst du das Schöne? Nein, nein, damals war eh besser. Und meistens, wenn du siehst, das, was du bekommen hast vom Anfang, das war immer das Beste. Viele sagen, Schiduch zum Beispiel. Meistens der erste Schiduch war immer der beste Schiduch. Okay, sagen wir nicht Schiduch. Die erste Hochzeit. Dein erster Partner. Ja? Dein erster Partner, wow, der war. Und nachher, nein, ich werde ihn loswerden. Ich werde mich scheiden lassen. Ich werde jetzt bekommen das Beste. Und dann, entweder er tut so, als ob er glücklich ist. Oder hoffentlich soll er glücklich sein mit der Schiene. Aber meistens, ja, nein, die erste war eh besser. Deswegen, wenn jemand den Gedanken hat, gar nicht daran zu denken. Oh, das heißt, ich habe die Macht gehabt, Gottes Willen zu verändern durch meine Gebete, aber am Ende, ich habe gelernt, dass das das Beste vom Besten ist. Das, was er für mich entschieden hat, ist das Beste. Ja. Jemand hat mir erzählt, er hatte gehabt einen Konflikt mit jemandem. Konflikt, er geht, okay, dann gehen wir jetzt irgendwo und gehen wir entweder Bedien zum Rabbiner. Und er sagt am Anfang, ich bin gekommen, um auf mein Recht zu stehen. Ich will das und das und das und das und das. Und er sagt, die ganze Zeit, wo ich diskutiert habe, und ich habe immer gesehen, dass im Endeffekt ich komme zu immer weniger und weniger von dem, was ich wirklich haben will. Ich will zum Beispiel eine Diskussion, ich will 10.000 Euro bekommen und bei jeder Diskussion immer, weißt du was, dann machen wir eine Vereinbarung um 5. Nein, 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 okay, dann weißt du, ich bin bereit, der um 4 um halb. Und immer ist er, dann am Ende sagt er, ich bin gekommen, weißt du was, ich bin zufrieden mit dem, was ist. Egal was ist, ich bin zufrieden. Ist nachher mehr geworden, als das, was er sich vorgestellt hat. Das heißt, wenn du, wie gesagt am Anfang, ja, dass du glauben sollst und dich heften sollst an die Wörter von dem, was der Rebbe dich segnet, umso mehr, dass du glauben sollst an die Taten, das, was Hashem dir bringt. Wir haben eine Mitzvah, Ladun Lekavschut, den Nächsten zum Guten zu urteilen. Ja? Wenn jemand kommt zu spät, du kannst dir denken, ach, schau, er kommt zu spät, ich bin ihm unwichtig, er macht, was er will. Oder kann sein, vielleicht war Stau, vielleicht ist was passiert. Kavschut. Wenn wir haben eine Mitzvah, den Nächsten zum Guten zu verurteilen, umso mehr eine doppelte, dreifache, hundertfache Mitzvah Hashem zum Guten verurteilen. Er weiß, was er tut. Ach, aber ich leide jetzt. Es sieht aus, es ist schlecht. Er weiß, was er tut. Er weiß, was er tut. Und das, was er tut, tut er am besten. Am Ende. Heutzutage, für gute Ereignisse, sagen wir den Segensspruch Atov Ve'Metiv. Shechianu. Schlechte Ereignisse, hast du schon, wenn jemand stirbt, einen großen Verlust hat, dann sagt man Dayana Emet. Baruch Dayana Emet. Aber Latid Lavo, nachdem der Mashiach kommen wird, sowohl für die guten als auch für die schlechten Ereignisse, werden wir sagen, Atov Ve'Metiv. Danke, du bist, danke, dass du, wieder Atov Ve'Metiv. Ja, Atov Ve'Metiv. Denn dann, später werden wir sehen, dass eigentlich all das, was wir gedacht haben, dass es schlecht war, in Wirklichkeit nur Gutes für uns war. Ja. So wie der Talmud sagt, dass
eines Tages, Midrash, nicht Talmud, der Midrash erzählt, jemand wollte einmal eine große Geschäftsreise machen mit dem Schiff, viel Ware einkaufen. Auf dem Weg zum Schiff, ein Nagel ist ihm in den Fuß reingekommen und er musste ins Spital gebracht werden, hat den Schiff verpasst. Er hat diesen Nagel hat er verflucht. Wegen dir, ich habe jetzt verloren, so eine Geschäftsreise, ich konnte so viel Geld verdienen. Aber dann hört er, ein paar Tage später, dass dieses Schiff versunken ist. Er küsst jetzt diesen Nagel. Danke, du hast mein Leben gerettet. Odecha Hashem ki anaf tabi. Danke Hashem, dass du mich zum Leiden gebracht hast. Was dir Leiden war eigentlich zu meinem Guten. Ja? Deswegen, ich sehe schon, die Zeit ist schon vorbei. Besonders Hashem, Gott soll uns jedem geben die Kraft, den richtigen Weg zu gehen und zu wissen, egal was ist, immer zu wissen, Hashem, das was er macht, macht er immer nur zum Guten. Jede Sache ist zu unseren Gunsten, nur wir müssen nur die Augen aufmachen, um zu sehen, dass es zu unseren Gunsten ist und sich nicht beschweren. Das war das bei Moshe Rabbeinu. Lama Reota, warum hast du Schlechtes gemacht? Von Himmel kommt nichts Schlechtes. Von Himmel kommt nur Gutes und das Gute sollen jeder von uns sehen. Baruch Adonai Olam. Amen. Amen.